Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exoszock the Prey. Oder wie wir Profis so sagen, guten Morgen, Mr. Morgan und herzlich willkommen auf der Thanos 1. Da ist nochmal ein Rumpfdurchbruch. Okay, hier ist, verschaffe dir Zugang zu exotisches Material. Ich denke mal, dass wir da nicht durchkommen, weil da wieder Sperre ist. Ja, da sehen wir's. Psychotronik, Sicherheitssperre, super, danke. Schleuse, Maschinendingsbums, Rumpfdurchbruch, Maschinendingsbums. Also der Maschinendingsbums ist da Sperre. Was haben wir denn sonst noch? Mehrere Ziele. 400 noch was Meter, wollt ihr mich verarschen oder was? Rumpfdurchbruch. Wir gucken uns mal den Rumpfdurchbruch an. Mal gucken, ob es der gleiche jetzt wieder ist oder ob es ein anderer ist. Man verliert so auch ein bisschen die Übersicht, muss ich sagen. Oh, da ist der Mond. Der ist auch beleuchtet. Der hat eine Stadt drauf. Tja, mein Ding. Der ist besiedelt, der Mond. Der ist besiedelt. Na, ist ja eklig. Noch mehr Menschen. Auf dem Mond auch. Na, da. Das ist ja mal geil. Ist der Mond verseucht? Hier sind Kleinteile. Wenn man die Kleinteile hier hat, dann sieht man eigentlich erstmal, wie schnell man ist, wa? Was ist denn das? Ein Telepath. Jo, schön, dass wir einen Telepath gefunden haben. War's das? Danke. Irgendwas ballert hier uns noch an, aber was nur? Ach, das da! Der Operator, der hässliche. Ja, wir kommen. Ja. Ja. Okay, der hat nichts. So, was ist hier los? Breach Failsafe. Da kommen wir nicht rein, weil das Ding ja kaputt ist. Da sehen wir's. Reparatur 2. Ich bin mal, guck mal, wir könnten ja theoretischerweise auf Reparatur gehen. Dann können wir hier reingehen, fertig ist die Chose. Die Frage ist nur, wie oft brauchen wir Reparatur? Was haben wir denn sonst hier noch? Nichts. Ach, da kommen wir auch nicht rein. Das ist ja mal so ein Dingens, hä? Das ist Cystoiden-Nest. Haben wir da oben noch was vielleicht? Was von Mostly Interesting ist? Ja, manchmal kann es ja sein. Nix. Auch nix. Nö. Auch nix. Gut, dann gehen wir erstmal wieder auf Abstand, weil wir ja diesen Eingang noch irgendwo hatten, oder? Da kommt Flüssigkeit raus. Guckt euch das mal an. Das haben die geil gemacht. Guckt euch mal an, wie das aussieht. Ui. Nice. Ja, man kann eine Menge meckern, aber das haben die echt schick hinbekommen. So, wartet mal. Da sind mehrere Ziele. Menschliche Leiche. Da ist nochmal eine Dings. Wir gucken mal nach, ob wir da durchkommen. Aber ich glaube eher nicht, weil ist so... Werden wir gleich sehen, aber ich denke eher nicht.
Die dürft gesperrt sein. Hardware Labs, ja. Es wird nicht klappen. Nee, ist rot. Wir können ja mal gucken, ob wir uns die Neuromod reinziehen für Reparatur. Neuromod, Technik. 4 Neuromods hätten wir sogar. Wisst ihr, was machen wir? Dann kommen wir nämlich da rein. Und müssen nicht noch weiter ewig rumgammeln. Und vor allen Dingen, wir hätten auch hier und da Möglichkeiten, zum Beispiel die Schussdinger zu reparieren und sonstiges. Ist vielleicht nicht verkehrt. Das heißt, wir machen uns die ganze Station nochmal etwas gangbarer dadurch. Dürfte nicht ganz falsch sein. Okay, einmal hier hin. Gebi reparieren. Haben wir. Betritt, warte mal, Durchbruchzugang. Betritt Zahlen- und Wellenlabor, Außenbereich. Kommen wir jetzt hier rein oder was? Nö, jetzt haben wir hier repariert, kommen wir trotzdem nicht weiter. Leute, verarscht mich bitte nicht hier. Was denn jetzt? Steuerpanel. Ja, ist ja super geil, aber. Ist ja blöd. Komm da trotzdem nicht rein. Ich komm da nicht rein. Was für ein Mist. Gucken wir mal, was da noch rumgimmelt. Ich kriege mir da noch was in der Kiste. Und dann gucken wir nach dem Eingang nochmal. Ja. Boah. Ey, ich drücke hier auf der Tube schon extra. Es ist der Wahnsinn. So, in der Kiste könnte sogar was drin sein. Und? Ja, ist sogar was drin. Hä? So, wo haben wir jetzt hier eine Eingangsmöglichkeit? Da ist Strahlen- und Wellentor. Können wir da rein? Ihr könnt in Strahlen- und Wellenlabor rein. Wie geil ist das denn? Okay, machen wir das. Aber erstmal heilen unseren Zeug. Was haben wir denn da? Wir haben einmal das hier. Das ist, die sind die Spritzen von der jungen Dame. Jo. Da ist ein kaputtes Display, was noch blinkt oder was? Obwohl es nirgendwo verbunden ist? Keine Ahnung. Hardware Labs. Kommen wir jetzt hier rein oder was? Mal sehen. Boah, das sieht schon dramatisch aus. Nö. Wir kommen nicht rein. Mist. Nee, keine Chance. Ey, komm. Das stand jetzt auch nicht versperrt oder sowas. Das ist gemein. Was haben wir denn sonst noch? Mehrere Ziele. 400 noch was Meter. Leiche. Super geil. Verschafft jetzt Zugang für exotisches Material. Okay, gehen wir mal dahin. Gucken wir uns das mal an. Bitte lass das wenigstens offen sein. Ich will jetzt langsam rein. Also langsam denke ich so, ja, super geil. Hier steht auch nicht versperrt. Okay, da steht jetzt auch nicht versperrt. Gucken wir mal, ob wir da reinkommen.
Boah, komm mal hinne. Wie viel Minuten sind wir jetzt hier im Weltraum gefühlt? Früher 30 Minuten, jetzt sind schon wieder 10 Minuten. Locker 40 Minuten, alter Falter. Na gut, wir haben auch ein bisschen was gefunden. Ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, wir hätten nichts gefunden, aber. Ja, ist schon trotzdem ein bisschen nervig. So, Psychotronik. Yeah. Danke sehr. Verschafft ihr Zugang zum Lager für exotisches Material? Yeah, machen wir. Wir sind dabei. Och, komm. Ey, ich krieg jetzt langsam hier. Nö, auch nicht. Och, komm, ey, Leute, ey. Strahlen- und Waffenlabor. Luftschleuse, Kraftwerk gesperrt. Rumpfdurchbruch, Kraftwerk. Wie sind wir da hingekommen? Es gab doch eine Möglichkeit, hier irgendwo reinzukommen. Ach, wo war das nur gewesen? Mehrere Ziele, da vielleicht. Gucken wir mal nach mehrere Ziele. Das kann schon sein. Bitte. Schon krass. Jetzt sage ich schon mittlerweile bitte in der Hoffnung, dass ich irgendwo rinkomme. Da haben wir nochmal eine menschliche Leiche. Irgendwann gammelt noch meine Leiche hier rum. Jo. Tolle Raumstation haben die hier gebaut. Groß. Sehr groß. Bis ich hier irgendwo weiterkomme. Mehrere Ziele, ja, immer noch da. Tja. Ich schwebe hier durch die Weite. Durch das weite Universum. 34 Meter, wir sind schon ganz schön nah. Rumpfdurchbruch Kraftwerk. Mehrere Ziele, 31 Meter. Ist das vielleicht auch nochmal eine Schleuse? Gucken wir uns die mal an noch. Die dümpeln da sowieso dran vorbei. Wenn die funktioniert, dann nehmen wir sie gleich. Ganz einfach. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht nutzfähig aus, oder? Schreinlabor, Material, mehrere Ziele, so und so viel Meter. Warum komme ich jetzt da nicht richtig sauber ran? Boah, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das irgendwo dazwischen klemmt und wir uns gerade hier saublöd anstellen. Mehrere Ziele, Leute. Es muss doch hier irgendwo wieder reingehen. Jetzt einmal ins Ernsthafte. Da ist nichts weiter. Das ist nur der Rumpfdurchbruch. Da ist es gesperrt. Ja, wissen wir, dass es gesperrt ist. Jetzt dümpen wir ja immer komplett um den Quader hier rum, oder was? Tja. Da wäre wohl auch noch mal ein Eingang, oder?
Da ist das Strahlenlabor, super. Verschaffe dir Zugang. Komm, Leute. Das muss doch hier irgendwo wieder reingehen. Nö. So krank. Mehrere Ziele. Zeigt er da mehrere Ziele an? Für exotisches Material. Wir sind doch hier irgendwie rausgekommen. Wir müssen doch irgendwie reinkommen können, oder? Jetzt mal im Ernst, das muss doch irgendwo reinkommen können, ja. Rumpfdurchbruch, Frachtraum, 100 noch was Meter, ist es das vielleicht? Da ist mehrere Ziele, 100 noch was Meter. Der zeigt ja hier einfach mal so ganz knall hier auf den Würfel hier, wa? Da haben wir schon probiert, da kann man hier rein. Da ist noch mal so ein Frachtcontainer. Wird langsam so ein bisschen depressiv. Da ist eine Strömung. Okay. Cargo Bay. Menschliche Leiche entdeckt nochmal. Das Durchbruch. Es kann sein, dass es da sogar war, weil da eine Menge Leichen sind, ne? Rumpfdurchbruch, 70 Meter. Rumpfdurchbruch, 60 Meter. Rumpfdurchbruch, 50 Meter. Das ist der nicht. Das ist der falsche Rumpfdurchbruch, wie es aussieht. Oder? Oder ist das hier wieder ein ganz anderer Rumpfdurchbruch? Könnte wieder ein ganz anderer Rumpfdurchbruch sein hier. Menschliche Leiche entdeckt. Cool, dass ich eine menschliche Leiche entdeckt habe. Die ist leer. Rumpfdurchbruch, 23 Meter. Mal gucken, ob wir da reinkommen. Mehrere Ziele, 42 Meter. Wow, ich denke, jetzt sind wir auf dem richtigen Trichter. Mussten wir aber durch den Container rein. Wenn ich mich entsinne. Ich denke, das ist sogar der richtige Container. Ja. Da ist sogar noch mal eine Leiche. Okay. Wow, wir kommen wieder rein. Hat auch nicht lange gedauert. Nö, das ging sehr flott hier. Also, man kann sich nicht beschweren. Nö, kann man nicht. EMP-Ladung. Wow. Weiß ich nicht, was ich so sagen soll. Also, das mit dem Weltraumspaziergang hätte ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Ja, verstehe, was ich meine. Also, dass man da ein bisschen flotter vorankommt. Aber so ist das echt ein Dümpeln, was echt ein träge macht und ohne Ende. So, wo sind wir jetzt genau? Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Können wir hier mal gleich mal recyceln unseren Zeug?
Ja, wie geil. Können wir den auch scannen? Ah, doch, ja, sag doch. Scan abgeschlossen. Neue Zielfähigkeit verfügbar. Den schießen wir in der Nüsse. Yes. So. Wow. So viel zu dem Thema. Vom Albtraum verfolgt. Ah, sieht schon spannend aus. Gut. Dann gehen wir mal hier ran. Öffne Recycler. Oh, so ein bisschen Zeug haben wir bekommen. Ja, hier, guck mal. Teifenorgane, Zeug und... Ah, ja. Versteht schon, was ich meine. Es kommt doch was zusammen. Recyceln wir mal den Müll. Recyceln, recyceln, recyceln. Oh Gott. Mittlerweile haben wir exotisches Material. Was ja auch sehr schön ist. Da sind mehrere Ziele. Ja, sehr schön, dass da mehrere Ziele angezeigt wird, aber ich komme da nicht weiter, liebe Leute. Ja, geht da auch nicht weiter. Was haben wir denn da? Fuel Storage. Bay. Cargo Power Control. Die Guts Loading Bay. Wir probieren nochmal die Guts Loading Bay aus. Ja. So viel dazu. Genau. Wir probieren nochmal die Guts Loading Bay aus. Vielleicht kommen wir jetzt da ja mittlerweile rein, weil wir ja da was gemacht haben. Außen. Vielleicht hilft das. Boah. Einmal hier so komplett außen rum. Hä? Ist das richtig? Weiß ich nicht. Nö, irgendwie nicht. Nö. Ah, da lang. Allgemeine Verwirrung. Ne, die haben wir schon gehabt. So, die Guts Loading Bay. Hallöchen. Was sie so verschachtelt gebaut haben hier, wa? So, wir haben wieder mal Mikrogravitation. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da durchkommen. Nee. Keine Chance. Schärfe sind die Geräusche hier, wa? Nö, nichts zu machen. Und da kriegen wir ja auch nichts auf. Nö. Die Frage ist, ob wir hier irgendwo noch eine Kontrollpaneele haben oder so. Schwerkraft. Normal. Halt, mir fällt noch eine andere Möglichkeit ein. Mikrogravitation entdeckt. Vielleicht haben wir ja diesen Schacht jetzt gängig gemacht. Durch das, was wir da draußen gemacht haben. Kann natürlich auch sein, ne? Düsen wir mal durch den Schacht. Naja, so schnell wie Düsen mit 1,59 Meter die Sekunde sind, hä? Joa. Und ich düse durch diesen Schacht. Nee, da sieht das ganz schön zu aus. Schade. Mist. Alles Mist. Ja, wer weiß, wo es herkommt, darf es ja mal schreiben. Es ist echt die Rätselrei gerade. Hm? Die ganze Zeit kommen wir mehr oder weniger gut voran. Und jetzt ist echt die Rätselrei, wo wir lang müssen. Ne? Das ist echt die Härte. Okay. So, hallo. Wo lang war's? Da. Und normale Gravitation. Schwerkraft normal. Nee, noch nicht. Jetzt ist sie normal. Gut.
Das sagt da mehrere Ziele. Das Blöde ist, dass das gar nicht geht. Oder bin ich nur blöde? Ich probiere mal was aus. Ich habe da so eine Vermutung, ob sie stimmt oder nicht, das werden wir gleich sehen. Dass wir vielleicht einfach auf der einen Seite so rein müssen. Mehrere Ziele. So, dann gehen wir mal da rein. Ich habe da so eine Idee, dass wir jetzt einfach mal zur linken Seite rein müssen dann. Schauen wir mal. Weil da zeigt er ja auch mehrere Ziele an. Versteht ihr, was ich meine? Dann wollen wir gleich mal gucken. So, von der Gedankenkontrolle der Teufel befreit der Menschen, wachen nach kurzer Zeit auf und bringen sich in Sicherheit. Jo. Soll was die so machen, die Menschen. Gut, komm. Wir haben ja keine Zeit. Ne? Kriegst du es hin? So, dann gehen wir einmal hier raus. Und dann haben wir nämlich da mehrere Ziele. Seht ihr das? Das hier meine ich. Da steht mehrere Ziele, aber da kommen wir nicht rein. Ja, kein Container angedockt. Ja, hab's mir fast gedacht. Also ich wollte es nochmal verifizieren. Ja? Nicht, dass man nachher sagt, jetzt hast du das mal ausprobiert, ey. Genauso wie diese blöde Tür da. Aber wie gesagt, ich bin jetzt extrem auf dem Schlauch gerade. Das ist halt die Sache, wenn man was ultra blind spielt und keine Ahnung hat, wa? Gut, dann gehen wir mal wieder rein. Kann natürlich sein, dass da wieder ein Albtraum ist. Kann sein, ne? Bestätigen, ja. Yeah. Lade, 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 Screen. Der Frachtraum wird geladen. So, wir machen es mal so. Wir sehen uns morgen wieder. Und ich hoffe, dass ich da morgen irgendwie einen Weg finde. Bitte. Ja, wäre nice, wenn wir das finden würden. Also, in dem Sinne, ciao, ciao. Bye, bye. Und Cheerio.